Bevor es im darauffolgenden Video wieder um Anime geht, möchte ich euch heute das möglichst preiswerteste und gleichzeitig vielversprechendste Equipment für YouTube vorstellen. Warum? Besonders in diesem Jahr habe ich viele Kameras und Zubehör getestet und ausprobiert und habe diese für die unterschiedlichsten Projekte genutzt. Nun, ohne zu viele technische Daten möchte ich euch meine Favoriten für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten vorstellen. Vloggen mit sehr leichtem Gepäck, sehr langhaltendem Akku und gutem Ton. Will man einfach nur zeigen, was man erlebt hat, ohne dass man auf Perspektiven, Bildausschnitte oder zusätzliches Equipment für Ton achten braucht, gibt es auf dem Markt aktuell nichts Besseres als die Canon Legria Mini X, die neu ab ca. 300 Euro verfügbar ist. Ein Nachfolgemodell mit 4K-Auflösung statt nur Full HD und Slow Motion bis 120 FPS wäre eine geschickte Weiterentwicklung des kompakten Hosentaschen-Camcorder mit umklappbarem Display. Leider gibt es zu einem Nachfolgermodell noch keine News. Smartphones besitzen immer bessere Kameras und im Jahre 2016 schafft man es mit 4K-Smartphones und Gimbal beinahe cinematische Vlogs und Videos zu erstellen, die optisch immer mehr an DSLR-Qualität heranreichen, aber federleicht sind. So ziemlich die besten Ergebnisse werdet ihr mit dem iPhone 7 Plus erzielen, da es auf der Rückseite durch zwei verbaute Linsen ein Zoom-Highlight darstellt und künftig auch eine Bokeh-Funktion aufweisen wird, mit der der Hintergrund unscharf dargestellt wird, eben wie bei einer Spiegelreflexkamera. Um ruckelfreie Bewegungen zu erhalten, die Möglichkeit bekommen, ein Objekt zu tracken und zu verfolgen, welches die Kamera ohne dafür notwendigen Kameramann wie zu einem Roboter werden lässt und kinderleicht Motion Timelapse für euch aufzeichnen kann, ist das Osmo Mobile von DJI, die vor allem durch Drohnen bekannt sind, meiner Meinung nach das aktuell beste Gimbal für Handykameras. Es ist stabil, größenverstellbar und jedes halbwegs aktuelle Smartphone, das unter iOS oder Android läuft, wird unterstützt und läuft dann unter der hauseigenen DJI Go App. Das Gimbal kostet neu ca. 300 Euro. Zum Vergleich, gute Gimbal für Spiegelreflexkamera kosten zwischen 600 und über 1000 Euro. Wollt ihr lieber klassisch zum Lernen und Testen eine Spiegelreflexkamera, empfehle ich euch eine gebrauchte Canon EOS 600D, die ihr mittlerweile günstig bei eBay und Co. erwerben könnt und fast dasselbe bietet wie eine aktuellere 700D. 600D gebraucht mit Standardobjektiv sowie meiner Meinung nach für professionelle Aufnahmen ein kleines Schwebestativ dürftet ihr insgesamt auf einen Preis zwischen 300 und 400 Euro kommen, wenn ihr noch Softboxen zu eurem Grundequipment dazu bestellt. Filmische Aufnahmen mit guter Akkudauer ohne viel Know-how in 1080p und sehr ausdrucksstarke Porträtbilder mit wenigen Klicks liefert die Digitalkamera Canon G7X, quasi die Legria Mini X für Imagefilme und beispielsweise qualitativere Urlaubsvideos. Ich habe beispielsweise fast das ganze Cosplay Convention Video mit dieser Kamera aufgenommen. Das komplette Video findet ihr in der Beschreibung. Einen gravierenden Nachteil hat die Kamera aber. Das eingebaute Mikrofon ist wirklich schrecklich. Hier, nimm. Und jetzt kannst du hier oben und nach unten. Warte. Ich mache jetzt Doppelklick, das heißt, es verfolgt. Ach so, heftig. Die Sony-Alternative RX100 Mark IV konnte ich dieses Jahr auch testen. Diese hat meiner Meinung nach ein schlechteres Bild trotz 4K-Option und auch die Zeitlupenmöglichkeit ist nicht das Gelbe vom Ei. Gleichzeitig wird sie schnell sehr, sehr warm und hat eine sehr kurze Akkulaufzeit.
Möchte man für Luftaufnahmen oder andere schwer manuell bedienbare Perspektiven eine Drohne, bekommt man viel angeboten in den unterschiedlichsten Preisklassen. Vorreiter natürlich DJI, allerdings soll es eine leichte sein, die 4K am besten unterstützt und ich ohne lästiges Zubehör einfach mit meinem Smartphone steuern kann. Kommt die Selfie-Drohne Unique Breeze ins Spiel, federleicht, robust und etliche Modi, Pilotenmodus, Follow sowie Journey Mode und Live View im Smartphone-Screen. Nachteil, 4K-Bild ist unstabilisiert, somit größtenteils unbrauchbar. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 12 Minuten und der Preis beläuft sich ab 400 Euro. Licht. Meine Softbox ging vor kurzem kaputt, aber gibt es mittlerweile keine Alternativen? Doch. Den sogenannten Loom Cube, mobiles Licht, das in die Hosentasche passt oder auch an eine Drohne befestigt werden kann, staub- und wasserdicht ist, via Smartphone gesteuert werden kann und über USB aufgeladen wird. Für knapp 70 Euro bekommt ihr eine mobile, hochwertige Tageslichtquelle, die Valimax Tageslichtboxen im Mini-Format quasi. Doch was eignet sich nun für den professionellen YouTuber, um beispielsweise Kurzfilme, Musikvideos oder hochwertige Formate zu produzieren? Grundsätzlich kann man mit der Lumix GH4 nicht viel falsch machen, da sie ein perfekter Allrounder ist und das zu einem mittlerweile mehr als gerechtfertigten Preis. Will man allerdings eine Kamera mit kaum Gewicht, messerscharfem Fokus und trotzdem der Möglichkeit, allerhand verschiedene Objektive zu verwenden und einen fast schon Red-Filmkameramäßigen Look zu erzeugen, dann liegt ihr mit der Sony Alpha 6300 Gold richtig. 4K-Aufnahme intern, 1080 Pixel bis zu 120 FPS Slow-Motion-Funktion sowie blitzschneller Autofokus. Für etwas über 1000 Euro bekommt ihr die meisten Features der Sony Alpha 7S Mark II, die knapp 3000 Euro kostet und sogar noch ein schärferes Bild als das teurere Modell hat. Könnt aber auf ein Klappdisplay verzichten und stört euch auch nicht daran, mehrere Akkus mitnehmen zu müssen. Dann ist die Alpha 6300 meine Empfehlung. Wollt ihr hochwertiges Equipment für ein bestimmtes Projekt oder eine Reise für ein paar Tage, dann kann ich euch den deutschlandweiten Mietservice von gearo.de empfehlen. Neueste Kameras für Foto und Videos sowie Drohnen, Objektive, Licht, Audiogeräte und Studios zum Dreh. Eine Empfehlung ist schwierig zu nennen, da es immer auf das Projekt ankommt. Es ist aber alles dabei, von GoPro über Canon EOS 5D Mark III, über Sony Alpha 7S Mark II, über Blackmagic Cinema 4K bis hin zu Premium Arri Highspeed Cams und neuesten Red Filmkameras mit Videoaufzeichnung bis 8K. 8K! Mietpreise je nach Modell liegen für einen Tag dementsprechend von ab 2 Euro bis 800 Euro bei Kameras, die über 50.000 Euro kosten. Ich hoffe, dieses knapp gehaltene Special konnte euch ein paar Eindrücke geben oder Möglichkeiten aufzeigen, die für euch nützlich sein könnten. Meine Videofrage: Welche Kamera habt ihr? Seid ihr damit zufrieden? Oder welches Equipment hättet ihr gerne?